Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 4. Ich mache das jedes Mal am Anfang mit BASD dort rumdrücken. Ich weiß nicht warum. Es gehört zur Tradition mittlerweile schon. Wie viele Soldaten haben wir wieder hergestellt? Diesmal gar nicht mehr so viele. Was mich ein bisschen stutzig macht, weil jetzt ist die Statistik wahrscheinlich wieder, ja, nach unten gegangen. Es ist nicht so toll. Warum? Weil mir Eisen fehlt. Weil, ja genau. Der kommt einfach nicht hinterher, dieses ganze Eisen rum einzuschmelzen. Nur 16 Leute? Achso, gut, ich baue eh gerade ein Haus. Genau, ich wollte da gerade. Ich habe schon Kohle gebaut, nochmal Eisen. Gold habe ich hier eh in Unmengen. Ah ja, stimmt, jetzt war immer interessant. Oh. Ja. Was, wie funktioniert das jetzt? Kann ich da den laden oder so? Oder? Was heißt das? Hat gern irgendwie, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da so weit war ich ehrlich gesagt noch nie so richtig in dem Spiel. Wie kann ich den jetzt laden? Muss ich mit dem Ding da hinfahren oder so, oder? Ah ja, ich musste echt rüberfahren. Wow. Okay, krass. Wow, ich kann das echt nur so im kleinen Ding machen. Schicken es halt nach und nach hin. Gut, die bauen sich jetzt ran und dann habe ich einmal einen kompletten See in der Mitte. Die haben da Kohlemine und hingebaut. Dann wollte ich da nochmal eine komplette Schmelze hinbauen. Aber vielleicht ohne Gold, dass ich da hinten die Starken produziere und dann da nur die Schwachen. Das wäre eigentlich ganz schön fett. Wenn ich jetzt hier Eisen schmelze. Natürlich. Wobei, komm. Was soll der Geiz? Naja, gut. Das ist Werkzeug, das ist eine Waffe. Waffen. Genau. Finde ich da noch eine Gold? Genau, dann kann ich hier nochmal mit Gold ankommen. Genau, dann vielleicht nochmal ein Lagerplatz. Na? Da? Also hier nicht, aber hier. Und eine Kaserne. Eine Spitzhacke. Habe ich keine Spitzhacken mehr? Nö, Tatsache. Dann muss der mal ein paar Spitzhacken herstellen, würde ich mal sagen. Dann brauche ich mehrere. Also davon kann man ruhig mal 9 herstellen. Fehlt mir noch irgendwas? Hämmer habe ich zu genügen. Äxte auch. Schaufeln kann ich nochmal 5 herstellen. Die habe ich auch. Ich mal 5 Sensen und eine Angel reicht mir eigentlich. So. Und eben, jetzt wollte ich noch eine Kaserne. Ich wollte die eigentlich gern hier.
Mist, kann ich nicht in die Nähe bauen. Ich habe gehofft, dass ich die hier hinbauen kann. Und was ist, wenn ich da jetzt noch einen Stein mit hinklatsche? So. Ich mag meine Kaserne nicht da oben haben. Ja, bis das gebaut ist, hat der vielleicht dann da. Ja gut, vielleicht kann ich die doch da oben hinklatschen. Trotzdem mache ich dann den Stein mit hin. Ist jetzt nicht so weit. Natürlich ein bisschen blöd. Schön wäre es hier schon gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber wenigstens kann es hier hinbauen. Ne, also. Kohle. Ja, hier habe ich ja schon. Kohle ist am kommen. Wie viel haben wir da jetzt? Oh, es werden gar keine mehr produziert. Ist aber nicht gut. Dann, weißt du was? Da haben wir zwei davon. Dann machen wir da davon 10. Oder ne, 5. Davon hauen wir einfach raus. Hau raus. Hau raus. Ja, vielleicht nicht so viel. Das ist ein bisschen übertrieben. Oder weißt du was? Einfach unendlich. Genauso wie davon. Unendlich. Solange es geht, raushauen. Gar nicht mehr aufhören. Genauso wie davon. Unendlich. Genauso wie hier. Warum stelle ich das immer ein? Unendlich. So. Den hole ich nicht ein. Der ist genauso schnell wie wir. Da war er. Gut, das war der Start, ne? Da ist der rapide hoch. Wir sind gleich geblieben. Ja, naja, gut. So viele Magier. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und verbunden. Geilomatus. Ich glaube, ich baue gleich noch mehr Leute und so. Also gleich noch ein Haus hin. Hier. Weil die gehen ja jetzt schon wieder runter. Kann ich vielleicht davon nochmal und davon nochmal hoch machen. Das wäre nicht schlecht. Da nochmal ein Eisen. Kohle? Dann brauchen wir da nochmal eine Kohle hin. Kohle brauche ich echt. Kohle kann ich gerade irgendwie nicht genug haben. Träger brauchen wir nochmal welche. Achso, keine Hämmer und keine Schaufel mehr. Hämmer? Keine Hämmer mehr? Ach krass. Hä? Was will ich veräppeln? Ja, was hat das mit Trägern zu tun überhaupt? So. Ich überlege gerade echt, ob ich den angreife. Mit dem Heer, da könnte ich schon überlegen. Ich produziere jetzt ganz viel kleine, weil ich habe ja auch noch Magier und da könnte ich welche von ihm zu mir machen. Der hat 60 Soldaten mehr wie ich, ne?
Der kann nicht durch Wald fahren. Boah, ist das blöd. Wie soll ich ihn hier noch rüberkriegen? Lol, den kriege ich ja niemals durch. Das wird interessant. Ich bräuchte fast noch ein Lager. Schauen wir mal, ob ich da noch ein Lager hinquetschen kann irgendwo. Nö. Ja, da oben. Was schade eigentlich. Ja, was soll's? Der Stein vielleicht ist nicht. Achso, das ist ja kein Stein. Verdammt. Naja, gut. Da habe ich hier noch ganz schön was produziert. Warum nicht? Warum fehlt dann... Stimmt doch gar nicht. Oh, noch mehr Eisen. Ah ja, gut. Naja. Ich habe dafür echt nur Probleme. Statistik? Also bei Land habe ich echt... Aber die bleiben immer gleich. Bei Bevölkerung auch. Waren? Oh, ah, aha. Kohle. Ja, Kohle ist immer so eine... Habe ich da schon wieder reingebaut? Oh, ich bin so ein Depp. Das siehst du aber auch nicht, ne? Ich hoffe, dass es die jetzt rausreißen, ne? Weil ich weiß, ja gut, da ist gut Kohle. Hm, das ist besetzt. Das irgendwie nicht, warum auch immer. Das ist besetzt, dann soll der schon anfangen. Ja, das wird sich jetzt auch vollstellen mit Gold und Eisen. Was ich brauche, ist Kohle. Hier kann jetzt mal jemand darüber schleppen. Der soll mal hier anfangen einzuschmelzen. Damit der anfangen kann, hier zu produzieren. Genauso wie der. Fehlen mir da aber zwei Männer oder was? Habe ich das Haus eigentlich oben gebaut? Ah, ist gerade dabei. Kohle? Wo? Oh. Kann ja mal aufhören, einfach Steine zu reinlotzen hier. Vielleicht brauche ich eigentlich einen Wagen, nimm dich. Mit einem Esel kann ich genau begrenzen. Ach, vielleicht kann ich mit dem die Munition dann rüberschippern. Komme ich da jetzt durch? Na, schauen wir mal. Da ist ein Soldat, der da hin muss. Und da noch. Oh, da. Ganz viel Kleinkacke.
der wird immer mehr wie ich haben. Ich komme da nicht ran. Ich weiß was, ich greife jetzt an. Ich speichere jetzt und greife an. Ich mag es jetzt wissen. Ich mag die Folge angreifen. Es ist so. Sonst ziehe ich das alles nur. Con 1. Speichern. Genau. Und dann gehe ich da mal runter. Was soll's. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Ich habe gespeichert und dann passiert mal was, weil ich glaube, ich mache jetzt keine Ahnung. Ich will schon seit gefühlt 7 Folgen eigentlich kämpfen, aber ich will die ganze Zeit eigentlich mehr Soldaten ausbilden, wie der hat, aber das geht nicht. Ich komme nicht ran. Egal, was ich mache. Aber ich habe ja so starke, vielleicht reicht's. Wo ist jetzt mein Wagen? Hä? Ach da. Ja, das ist ja voll doof, mit dem komme ich hier nirgendwo durch. Nee, keine Chance. Den kann ich vielleicht da hochschicken. Radius, das ist auch die zu bedienen, das ist ja richtig doof. So. So, Freunde. Geht's mal da über den See. Ich habe gespeichert. Hallo, du kommst damit. Habe ich dann noch Soldaten? Ja. Bitte mitkommen, weil der hat eh mehr wie wir. Vor allem ganz starken, die brauchen wir. Ganz schwer, die zu steuern hier. Rot geht ganz schön. Ah, wobei. Wobei? Hey, das wird ja richtig ausradiert bei dem. Alter, wie viel Bogenschützen der hat, ey. Oh, zwei Türme nebeneinander. Da. 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 Ihr greift den an. Genau. Schutzschild. Alter, wie viele Türme der hat, ey. Holy moly. Da greift den mal ordentlich an, ey. Nicht da oben schlapp machen. Mitkommen. Nicht da stehen bleiben. Da sind ein paar Soldaten von dem. Das haben wir. Da. Oh, jetzt kommt seine Armee. Jetzt kommt. Ja. Rup. Na, Zauber.
Wo ist denn der? Ist der tot? Da geht's, glaube ich, gerade richtig rund. Da ist noch einer. Genau gesehen. Der soll mal da bleiben. Der soll mir lieber mal. Bäm, das ist schon mal sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie das Zaubern geht. Alter, hat der viele Bogenschützen. Greift die halt an. Was tut's hier? Alter, der radiert gerade meine Soldaten aus wie Kacke, oder? Tu halt irgendwas. Wow, ich glaube, der hat komplett alles ausradiert. Ja, der ist weg. Alles klar. Holy shit. Ich habe immer noch mehr wie er. Ja, weil alle meine in den Türmen sind, ne? Ich muss ganz schnell die Kaserne von ihm finden. Wo sind meine ganzen Soldaten? Werden keine mehr produziert oder was? Da hast du doch welche. Was ist denn das da überhaupt? Und ich habe so das Gefühl, dass das Bogenschützen richtig bringt. Ein paar Soldaten habe ich ja noch. Das Ding ist, ich kann das jetzt echt nicht einnehmen, ne? Weil ich wieder nur einen habe. Ah, shit. Boah, ist das ärgerlich. Kann ich die überhaupt angreifen? Ich muss niedrige nachschicken, unbedingt. Aber es kommt irgendwie keiner mehr. Wieso denn nicht? Doch da. Ich kann den nicht angreifen. Was? Dann zurück, 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 Rückzug. Ich habe ihn geschwächt. Das ist schon mal stark. Das ist ja mal doof. Das ist ja mal richtig doof. Rausgehen. 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 Da reißt den Scheißdreck ab. Ich brauche die Soldaten. Das vergesse ich immer jedes Mal. Zwei Türme nebeneinander. Ich glaub's einfach nicht. Nein! Der Turm! Ich mag den Turm! Okay. Da den Turm. Den holen wir uns noch. Dann haben wir vielleicht seine Dinge unterbrochen. Thank you.
einen starken drin. Oh, jawohl. Perfekt. Den Kackturm, den kannst du dir echt sonst wohin schieben. Da, den Turm. Als nächstes. Die brauche ich auch. Mitkommen. Also die Kriegsführung in dem Spiel ist schon ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Das muss man ehrlich sagen. Hinten bleiben. Wenn ich nicht sage, nach vorne gehen, dann geht sie auch nicht nach vorne. Jetzt dahin. Oder weißt du was, erstmal da, weil ich glaube. Da weil ich hier drin war und nicht, dass die dauerhaft unsere nach und nach abschlachten. Ja, genau. Ach, die kämpfen doch. Ah, den hätte ich gebraucht, den kleinen da. Alter, was hat der für einen Soldaten drin, Alter? Den angreifen, den großen Turm hier. Greift ihr den mal an, oder? Oder lasst ihr euch gerade nur opfern hier? Boah, das nervt mich sowas, echt. Greift den halt an. Ah, einer kämpft jetzt. Tot. Hallo? So, weil das nur noch Bogenschützen sind. Ah, nicht gut. Diese Bogenschützen, Alter. Lol. Ach so, jetzt kämpfen die. Oh Mann. So ein Blödsinn. Die zwei jetzt. Können sie ruhig wieder schießen. Ach, ist es doof. Wo gehen die hin? Also den Turm einzunehmen, das ist irgendwie gerade ganz schön schwer. Na, den will ich eigentlich abreißen. So. Angreifen. Geht los. Das ist nicht so leicht, ne? Das ist, keine Ahnung. Die greifen doch nicht richtig, opfern sich eher. Das ist richtig nervig. Siehst du? Stehen einfach da. Als statt zu schießen oder sowas. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Oh genau, jetzt greifen die zwei an. Das ist schon mal nicht schlecht. Bleibt es da mal stehen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen schießen. Bogenschützen. Kann ja nicht sein, dass sie so viele brauchen, den da zu killen. Ah ja, gleich noch einer drin. Dann gleich zurück. Dass die Goldenen da nicht angreifen können, ist es für mich ein Rätsel. Das nervt richtig hart. Ne, weißt du was? Wir warten da jetzt wieder auf die anderen und dann greifen wir den großen Turm wieder an. Wäre natürlich, wenn er blöd, wenn er immer wieder besetzt.
Das ist halt ultra nervig, ne? Es ist so, verliere ich halt durchgehend meine... So, der hat nicht mehr viel. Der hat einfach nicht mehr viel, ne? Oh, aber guck mal, ich hatte 157, habe ich fast ungefähr in den Türmen allein drin. Also beim anderen muss ich vielleicht auf die Verteidigung setzen. Na, der baut jetzt wieder irgendwas auf. Der kann jetzt mal echt aufhören, hier die scheiße Bogenschützen zu produzieren. Mehr Schwerter und weniger von den Cars hier. Noch viel mehr. Dann würde ich viel mehr von denen produzieren. Die da, die Kackvögel. Das ist schwer zu sagen. Du brauchst viele Bogenschützen, aber auch viele Einnahmetypen. Erstmal da sammeln. Hier. Dann habe ich hier vielleicht noch einen kleinen oder einen schwachen Schwertkämpfer oder sowas. Irgendein guter Schwertkämpfer muss doch hier dabei sein, oder? Was ist mit dem da? Nee, nee, nee. Der muss hier dabei sein. Der da. Hallo? Nö. Nö. Halt doch da. Perfekt. Nee, das war ein... Ach. Da, der da. Ich seh's doch. Der da, ja, genau. So. Ich könnte da noch ein paar Magier runterschicken. Oh, ich dachte gerade, dass das alles weg ist. Könnte ich auch noch machen. Hier. Gesammelte angreifen. Kleine Gruppe. Hierher. Weil dann schießen die vielleicht nicht direkt auf die, die angreifen. Das ist vielleicht mein Tag. Ich will die Folge eigentlich erst beenden, wenn ich die besiegt habe. Weil der wird wieder aufgestockt haben. So. Schauen wir mal, was da geht. Ah, schon wieder Schwertkämpfer. Es kann's doch nicht sein. Zwei, komm schon. Zwei gegen eins. Jawohl. Immer noch drei Bogenschützen. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt kommt ein Level 3er, ja, komm. Jawohl, ein Bogenschütze weniger. Jawohl! Jawohl, komm. Jawohl! Der gehört uns. Jawohl! Endlich. Reiß den Kack ab hier. Oh Mann. Ach du. Lol, wie viel. Und Rückzug. Wie viel die hatten, habt ihr das gerade gesehen? Noch zwei Türme nebeneinander, so große. Boah, die sind schwer einzunehmen. Oh. Das ist ja richtig anstrengend. Viele kleine wenigstens dann. Die Menge macht's. So. Aber die Großen, die können auch gegen die kämpfen. Also vielleicht mal die da mehr wieder auf Null setzen. Ich weiß auch nicht, wieso meine Soldaten so fehlen. Warum die nicht produziert werden. Oh Gott, gleich uns. Dann hat er wieder... Oh, oh, shit. Habt ihr das gesehen? Da war gleich einer
abreißen und schauen, ob ich da was reißen kann. Habe ich da irgendwie ein paar? Ja, zwei Stück. Leider nur zwei, ne? Die sterben dann am Arsch. Der hat eh schon wenig. Oh ja, genau, nur noch einer. Und der stirbt am Arsch. Okay, am Arsch. Weg. Ah, nee. Genau das habe ich mir... Das habe ich befürchtet. Jetzt kommt er und greift mich an. Jetzt kommt er und greift mich an. Das ist jetzt richtig assi. Das ist richtig widerlich. Boah. Boah, und genau meine Goldreserven. Genau hier jetzt. Leute, was ist mit euch? Schießt halt. Oh, Mann. Oh, ich glaube, ich muss neu laden. Sieht stark danach aus. Gut, aber die halten das gut. Oh, das ist es. Shit. Weil der natürlich jetzt ist so übermächtig. Der hat nur gewartet, ne? Der hat das richtig ausgenutzt gerade. Komm schon, stirb. Gott sei Dank hat er, eigentlich fast Gott sei Dank hat er dort angegriffen, wo die Burg war. Aber die zwei hat er natürlich eingenommen. Krass eigentlich. Ja, alles abgerissen, ne? So kann er es nicht neu einnehmen, ne? Das ist das Allerbeste. Lol, der ist noch so dort. Aha. Die sind tot. Bitte da einmal zurückerobern. Gut, dass ich da auf Verteidigung gesetzt habe. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich hätte gerne meine Burg wieder, wenn es genehm ist. Oh, da kommen sie. Ja gut, ihr werdet jetzt so reinpreschen hier. Oh, das ist ekelhaft. Hui, in der Zeit hätte mir mal geholfen, den anderen zu vernichten, da wäre schon einer mal weg. Ne? Was ist denn das? Ha. Rein. Mit euch. Wie wurscht. Welche Stärke. Der darf hier nur nicht nochmal angreifen hier. Könnt ihr da mal ein bisschen schießen vielleicht? Da.
Wenn wir so langsam anfangen zu schießen. Genau. Okay. Okay. Habe ich nicht auch irgendwelche Magier gehabt? Lol, was hat der Magier denn? Was haben die denn? What the fuck? Den da zuerst killen. Killt den Magier. Killt die Magier. Weißt du, meine Magier machen nie irgendwas. Die sind einfach nur sterben. Kann nur verteidigen, echt. Boah, ey. Ich glaube, ich muss genau hier abbrechen und nächste Folge sehen wir, wie es weitergeht. Ich muss es probieren. Danke fürs Zuschauen und, warte, wenn die vernichtet haben, die drei da noch. Ich hätte doch ihn angreifen sollen. Hätte ich gewusst, wo er ist, hätte ich ihn angegriffen. Hätte ich es vielleicht geschafft. Aber vielleicht sind dann doch viele kleine vielleicht fast besser. Weil die großen, mit denen kannst du ja prinzipiell nichts anfangen, irgendwie so richtig. Je nein, 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 zurückbleiben, zurückbleiben. Hier ist deine Stärke. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.